Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Wie wir gerade sehen, stirbt ein Skelett. So, ich bin der Yoshi und los geht's. So, ich habe hier ein klein wenig die Wand abgerissen. Ich meine, das ist ja ein bisschen langweilig immer, deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen vorgearbeitet. Und jetzt ziehen wir hier mal die Mauern hoch. Und werden dann. Ja, machen wir hier auch noch zu. So. Und machen dann hier noch das Fenster weiter. Und gucken, wie weit wir dann die Mauern hochziehen. Und machen dann erstmal die erste Bodenplatte, dass wir da sozusagen hier eine Etage haben. Verstehe ich so. Gut, machen wir doch ein bisschen noch hier, auch im Let's Play. Aber was soll's, ne? So schlecht sah das gar nicht aus. Müssen wir ein bisschen runter, noch nicht so weit runter, dass wir uns nicht die Füße verbrennen. Ich weiß nicht, wieso das jetzt da nicht nachladet oder runterläuft. Das müsst ihr mir da mal erklären. So, wir gehen mal hoch und sind mal gleich rausgebracht. Da ist auch schon ein Spinnchen anwesend. Ein paar Zombies. Da sind wir ja hier nicht alleine. Haben wir mal Knochen aufgesammelt. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne Survival Mode oder nicht Survival Mode oder hier noch was weiter sehen wollt. Das wäre so eine kleine Hilfe für mich. Denn im Survival Mode habe ich schon ein bisschen vorgebaut, dass wir wenigstens ein Haus haben. Dass man nicht nur Folgen sieht, wo ich verrecke. Was ja ein bisschen langweilig wäre. So, jetzt guck mal, hier haben wir noch das Glas. So. So sieht das doch schön aus. Der muss wieder weg. So.
So kann das doch klappen. Hier müssen wir noch zu machen. Ja, mit Treppen am besten. Da kommt ja dann keiner durch, theoretisch. Auch nicht wie die hier können eigentlich weg. Gehen wir mal ein bisschen runter. Kam wieder das eine Geräusch, was ich letzten Mal beschrieben habe, wo ich nicht weiß, was es ist. Jetzt wieder ein Skelett, das unsere Aufmerksamkeit nicht braucht. So, jetzt können wir hier. Muss ich hier wieder Fishing machen. So, die genau da drauf setzen. Also müssen wir die hier genau drauf setzen. So wird ja immer gesprochen. Jetzt haben wir den Stein weggeschmissen. Naja, dann holen wir uns den jetzt nochmal raus. Ist ja auch scheißegal jetzt. Wir haben ja Kleid. Diese. Die Spinne erkundet schon mal die Mauern. Und sagt uns Bescheid, ob die so gut sind oder nicht. Gucken wir mal von der Seite. War eigentlich hoch genug, ne? Ja. Dann ziehen wir mal hier hoch. Oder sollen wir noch eins drauflegen? Ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so. Wir können ja noch immer eine drauflegen. Jetzt gehen wir erstmal ein Stückchen runter. Und wieder runter. Es regnet, aber das macht ja nichts aus. Ne? Wir sind ja hier in Minecraft und nicht im echten Leben. Hier sind ja keine Lebensmittel und kein, weiß ich, was es noch hier so gibt. Was unbedingt keinen Regen abbekommen sollte. Was ich, das ist ja apropos Regen. Was ich heutzutage nicht verstehe, ist, wieso die jugendlichen Männer und ja, Frauen ist okay, die haben ja immer eine Frisur, aber wieso wissen die Männer dann auch, haben dann immer das gleiche Problem wie eine Frau? Wenn es regnet, können sie nicht raus, weil ihre Frisur dann, weiß ich, zerstört wird. Wie lange stehen die denn vom Spiegel morgens? Ja, ich weiß nicht, Männer sind Männer und nicht, die werden jetzt auf einmal Frauen, weil, weiß ich, metrosexuell, was soll das denn für ein Scheiß sein? Sind noch immer Männer. Nicht, weil irgendein Prominenter sich das ausgedacht hat, weil er nicht dabei ertappt werden wollte, dass er schwul ist oder dass er sich gerne Frauenklamotten anzieht. Weiß es nicht. So ein bisschen blöd, dass die heutzutage wie Frauen sind. Nee, es regnet so, jetzt kann ich nicht rausgehen, weil eben ist so, oder was?
Ja. Seid doch mal ehrlich. Es gibt solche und solche. Manche interessiert das ja nicht so wie, ich weiß es nicht. Ja, Nerds, denen ist das auch scheißegal, wie die Frisur ist. Hauptsache, oder sie haben überhaupt keine Frisur. Das sind anscheinend noch die Männer sind oder keine Ahnung. Keiner bezeichnet sie als Männer, aber die interessiert das genauso wenig, wie das auch ein Mann nicht interessieren sollte, ob er eine Frisur hat oder nicht. Oder? Naja, weiter im Text. So, jetzt sehen wir hier erstmal hier die Mauern hoch. Stückchen für Stückchen. Oder Meter für Meter. Sind wir, glaube ich, zu hoch gegangen. Also sollte man nicht irgendwo anfangen, sondern also da hinten habe ich noch einen Fehler entdeckt. Kriegen wir schon hin. Kein Problem. Da erscheint mal kurz zur Hand das.
Was mich ganz wundert, wenn du da Wasser in die Lava reinschüttest, dann erkaltet sie, aber wenn es drauf regnet, ist doch egal. Ja. So, jetzt hat er leider den Hahn rot zugedreht. Oder doch nicht? Haben wir einen Screenshot schon mal gemacht für diese Sendung? Sendung wollte ich jetzt schon sagen. Ja, also super. Ich meinte hier für die Folge. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade angestellt habe, aber habe. Ja, hier macht man nicht noch ein Fenster hin, oder? Doch. Bin zu schnell hochgegangen. Vielleicht machen wir ja auch gelbes Glas rein, weil das sieht ein bisschen aus, als würde es dann von innen ausgeleuchtet. Hier gibt es ja, glaube ich, keine Kronleuchter oder so. Oder so. Oder so. Sorry, ich musste gerade mal niesen. Will im Niesen. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt zu der Burg, was man da noch reinbauen könnte. Jetzt habe ich ja erstmal so ein Gerüst gebaut, also eine Mauer. Die Mauer ziehe ich ja jetzt erstmal hoch. Da könnt ihr dann ja mir sagen, was man da noch so reinbauen kann. Was euch dann vielleicht gefallen würde. Oder was eher nicht. Oder ja, was euch gefallen würde. Was eher nicht wäre ja dann unsinnig, dass ich überhaupt frage. Ne? Machen wir hier noch die Ecke fertig. Ich denke mal dann erstmal was ich schaffe heute. Also hier so und dann da so ein bisschen rüber und dann denke ich mal, haben wir ja schon einiges geschafft heute. Ich glaube, hier sind wir eins zu tief. Ja, dann setzen wir halt noch eins drauf. Ne?
bisschen creepy Musik gerade drauf hier. Kenne ich ja gar nicht von Minecraft. Stein droppen lassen. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal von hier, von der einen Mauerseite viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao mit V.